So Leute, wir haben diesen Spielstand in der Version 0.17.2 gestartet. Jetzt sind wir eine Version weiter, denn es wurde ein Hotfix eingespielt. Jawohl, der Boss wurde genervt. Leider haben wir ihn bisher noch nicht getroffen. Vielleicht ist es aber auch besser so. Auf jeden Fall können wir ihn jetzt nicht mehr eingefroren in den Kühlraum stellen. Ist aber auch nicht schlimm, denn hier warten sehr viele Zombies auf ihre Behandlung zum Yumbi Level 1. Und da stellt sich natürlich die Frage, was wir mit diesen ganzen Yumbis machen. Die Gabi hat vorgeschlagen, dass wir einige davon, oder vielleicht sogar den größten Teil, in das Moose Lab Headquarter stecken, damit wir Heilmittelfortschritt bekommen und auch verhindern, dass die Zombie-Bedrohung ansteigt. Das ist eine gute Idee. Wir müssen dabei aber auch darauf achten, wie viele Yumbis wir brauchen, um die Base, wie sie jetzt ist, weiter betreiben zu können. Also, das würde ich sagen, behalten wir mal im Hinterkopf und jetzt gucken wir uns die Base an. Ihr habt nämlich gesagt, dass die Idee, das Zentrallager mit so einem Flur aus Räumen zu umzingeln, eigentlich ganz gut ist, um das Ganze zu schützen. In diese Richtung wollen wir das Ganze ausbauen. Wir brauchen aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Holz. Und wenn wir schon beim Thema Holz sind, hier brauchen wir auch welches. Denn unsere Falle bauen wir nochmal um. Die Schneekanone hier deckt nicht diesen ganzen Bereich ab. Das können wir noch ein bisschen optimieren. Aber ich denke, es funktioniert ganz gut. Ich würde nur irgendwie mal schauen, dass wir das ein bisschen einengen, dass die Zombies sich nicht hier im ganzen Bereich verbreiten. Und die grundlegende Idee wäre jetzt, sage ich mal, hier einen Zaun nochmal zu ziehen. Macht das einfach mal. Und dann noch zwei Tore. Einmal hier, einmal da. Ah, das ist jetzt nicht so richtig gut geworden. Das ziehen wir nochmal hier rüber. Das ziehen wir natürlich nicht rüber. Das muss jetzt erst gebaut werden. Ist das so? Nee, geht. Okay. Wir stellen es nochmal neu auf. So. Und dann können wir das hier noch ein bisschen hübscher machen. Den Strommast ziehen wir mal hier hin. Und dann können wir die Schneekanone ein bisschen mehr einrücken. Und dann sieht das doch alles ein bisschen besser aus. Also. Nächste Baumaßnahme würde ich hier sehen. Schlafsaal nach rechts vergrößern, Trainingsraum nach links. Jetzt sind hier aber noch ein paar Materialien. Ich würde sagen, die holen wir uns erstmal, indem wir noch ein Ressourcenlager hier hinbauen. Wo ist es? Da. Jawohl. Soll einfach mal alles abernten. Wir wollen ja keine Rohstoffe verschwenden, ne? So. Jetzt haben wir hier drei Yumbis übrig. Ah ja, eine Sache noch, genau. Unsere Eisblöcke tauen jetzt viel schneller ab. Also entweder brauchen wir tagsüber noch viel mehr Eisbeutel oder aber wir lassen ein paar eingefrorene Zombies doch gehen. So, der zum Beispiel will jetzt fliehen. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Lassen wir jetzt aber einfach mal passieren, würde ich sagen, ne? So, das Tor, das haben wir jetzt auch. Vier Yumbis haben wir übrig. Können wir hier noch wen beschäftigen? Jawohl, dann tun wir das auch. Mindestens mal zwei. Und wir checken mal, wie es hier draußen ist, denn wir brauchen Holz. Jawohl. Da ist nicht viel los. Dann machen wir hier drei neue hin. Da passt es soweit. Warten wir also, bis noch ein paar fertig behandelt sind. Und dann würde ich auf kurz oder lang tatsächlich auch diesen Zaun hier wieder abreißen. Aber noch stört er ja nicht, ne? Was können wir jetzt machen? Also, warten, bis das hier alles weg ist, ist mal Nummer 1. Vorher bauen wir hier nichts aus. Wir könnten mal ins Labor gehen, gucken, was wir so an Materialien bekommen können. So, die tollen Sachen, die uns jetzt weiterhelfen, die holen wir uns jetzt schon mal. Ja, das ist jetzt halt nicht so viel, was wirklich einen Nutzen hat. Aber wenn der Heli fliegt, dann bitte einmal voll, ne? Okay, da warten wir auch noch auf zwei weitere Yumbis. Und wie gesagt, ja, nach und nach schicken wir die jetzt auch ins Labor. Aber aktuell brauche ich noch ein paar. Damit der Laden hier einfach besser läuft, ne? So, den hier kriegen wir gar nicht eingefangen. Das ist nämlich ein Problem der Reichweite insgesamt, ne? Der ist tatsächlich jetzt out of range. Und deswegen sollten wir das auch insgesamt hier öffnen und verkleinern. Also Schneekanone, die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Deckt sie dann alles ab. Ja, das würde passen. Machen wir so.
Und dann, wisst ihr was, wir reißen es jetzt ab. Wir brauchen das jetzt nicht, ne? Oh, jetzt wird es aber auch dunkel. Ja, machen wir noch fertig. Ah, das Tor, das bleibt stehen. So, und dann machen wir auch direkt eine Ausgangssperre. Wir wollen ja niemanden verlieren, ne? Haben noch eine Stunde, um wieder zurückzukommen. Alles easy. Hier reißen wir auch ab. Okay. So, Torcheck. Das muss offen sein. Sonst kommen unsere Zombies nicht in die Reichweite unserer schönen Geräte. Vielleicht könnten wir aber auch hier noch ein bisschen umgestalten. Pass mal auf, wir verschieben das alles nochmal ein bisschen. Wie ist das hier? Ja, machen wir so. Und den anderen Schneeballwerfer machen wir dann gleich. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viele Zombies kommen. Habt ihr aufgepasst? Ich war gerade irgendwie abgelenkt und beschäftigt. So, das Ding sitzt. Das hier würde ich jetzt gerne hier hinsetzen. Das geht aber nicht. Warum? Wegen dem Tor. Dann, boah, muss das weg? Das kann ich aber nicht jetzt in der Nacht machen. Nein. Und jetzt haben wir hier ein Problem. Jetzt haben wir tatsächlich ein Problem. Die reißen das alles ab und gehen gar nicht dahin, wo sie hingehen sollen. Ein Gegner ist in der Basis, das glaube ich nicht. Ja, gut. Okay. Gleich nicht mehr. Hier wird direkt gehandelt. Also jetzt habe ich natürlich das Problem mir selbst geschaffen hier, dass, naja, meine Abrissarbeiten, die ich geplant habe, tatsächlich von Zombies durchgeführt werden und die eigentlich gar keinen Bock haben, hier drauf zu gehen, wo ich sie gerne hätte. Heißt, wir gewinnen jetzt in dieser Nacht auch tatsächlich nichts. Aber wisst ihr was? Wir machen es jetzt. Ich bin jetzt risikobereit. Das Tor kommt jetzt weg und wir bauen uns schnell einen neuen Zaun hin. Das gibt nämlich tatsächlich eine Lücke. Ach, gibt keine. Auch gut. Perfekt. Ja, sie haben es geschnallt. Das Tor ist hinüber. Sie kommen jetzt rein. Da, wo ich sie gerne hätte. Wir bauen jetzt trotzdem diesen Schneeballwerfer um. Auch wenn der Betrieb noch läuft hier. Ja, ein Stück nach hinten vielleicht. Wir müssen das mit dem Tor hier nochmal besser machen. Obwohl es geht. Die kommen hier alle vorbei. So. Das Tor müssen wir gegen reparieren, das passiert aber schon. Es ist 2 Uhr so langsam. Jetzt kriegen wir neue Eisblöcke demnächst, hoffentlich. Guck mal, hier gibt es den ersten. Was machen wir? Wir gehen auf den schwächsten. Hier auch, das passt alles soweit. Jo, also, da sehe ich jetzt keine Gefahr. Check mal hier mal, wie die Lage ist. Da wird alles abtransportiert. Das ist gut. Da haben wir also nichts mehr an Verlust. Und dann können wir das Lager auch direkt gleich wegnehmen. Und können die Räume erweitern. Aber erstmal wollen wir hier noch ein bisschen gucken, was passiert. Wer jetzt? Ja, ihr seid nicht drin. Ungültige Gefahrenmeldung. Braucht uns nicht irritieren. Das ist alles safe. Jetzt haben wir schon 3 Uhr. Geht glatt durch die Nummer, ne? Also, gar kein Stress. Mitarbeiter haben wir keine verloren. Alles perfekt. Okay. Also, das hier kann schon mal ein Stück verschoben werden, würde ich sagen. Und zwar hier. Da haben wir nämlich auch noch ein paar Sachen.
die weg müssten in der Base, zum Beispiel dieser Baum hier. Den würde ich gerne priorisieren, wenn das irgendwie geht. Geht gerade nicht, weil kein Lager verantwortlich ist. Jetzt vielleicht, jawohl. Die Glimmerbeeren auch. Noch irgendwas, das weg muss. Hier die auch, aber ich glaube, da reicht die Reichweite nicht. So, es ist 16:30. Es wird schon wieder leicht hell. Wir haben hier ein paar neue Eiswürfelchen. Wir machen einfach mal das Tor zu. Alles perfekt. Und dann können wir hier ein bisschen ausbauen, ne? Also, Schlafzimmer. Wo sind wir? Da ist der Hahn. Wir bauen das mal ein bisschen aus. Hier so in diese Richtung. Ungefähr mal so weit. Dann kriegt es auch eine Tür. Wir hätten es auch direkt so machen können, ne? Gut, dann machen wir es einmal richtig, ne? Jawohl, so, da ist mächtig Zombie-Material. Wird auch schon schön abtransportiert. Und ihr seht, jetzt geht die Zombie-Bedrohung hoch. Wir haben jetzt hier 13 Zombies übrig. Achso, Ausgangssperre. So, jetzt sind es nur noch 4. Sowas aber auch. Der Zaun wird jetzt hoffentlich abgebaut. Auf jeden Fall schwärmen sie aus. Hier ist jetzt endlich wieder volle Besetzung geplant. Hier auch. So soll das sein. Okay. Hier wird gehackt. Das ist gut. Dann haben wir da auch bald ein bisschen Platz. Jo, und das hat jetzt natürlich nicht so hingehauen, wie ich es gerne gehabt hätte. Das machen wir nochmal ordentlich. Räume verbinden. Die beiden hier. Nein, nicht. Das war jetzt blöd. Das geht jetzt wieder nicht. Jetzt müssen wir... Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Mensch, wie ärgerlich. Räume verkleinern. Okay. So, das kostet jetzt natürlich ein bisschen Material. Unnötigerweise. Aber hey, kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, das haben sie nicht geschnallt hier, ne? Das war denn jetzt zu viel, dass sie das nicht machen sollen. Müssen wir gleich korrigieren, wenn es gebaut ist. Ach, wie ärgerlich. Okay. So. Hier können wir nochmal nachlegen. Und wenn wir das haben, geht alles, was jetzt an Jumbis darüber hinauskommt, direkt mal ins Labor. Ach, wie blöd. Das finde ich jetzt nicht gut. Ach, da habe ich nicht sauber gearbeitet. Okay. Hier sind wir noch immer am Einfrieren. Das ist alles noch nicht so ganz durch das Thema. Hier taut wieder alles auf. Hier wird jetzt endlich wieder nachgefüllt, ne? Jetzt, wo wir mal ein paar Leute haben, die auch arbeiten, könnte das ruhig mal gemacht werden. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie das hier ausgeht, ne? Also, die Räume vereinen sie schon mal. Das ist zumindest mal der Anfang. Aber hinten, da müssen wir jetzt noch mal ran. Ja, und da können wir jetzt gar nicht ran. Weil da kommt keiner mehr ran. Oh, das habe ich ja richtig gut hingekriegt, hey. Also, dann machen wir das mal so. Sind so ein bisschen die Tücken, die das Spiel jetzt hat. Und das werden sie nicht tun. Dann müssen wir ein Bett erstmal wegnehmen, ne? Wenn sie da jetzt überhaupt hingehen und das Bett rausholen, anders kommen die wahrscheinlich da hinten gar nicht dran.
Was machen die jetzt? Wir beobachten das mal. Irgendwas werden die tun, was reichlich eigenartig ist. Ja, vielleicht kriegen sie es ja irgendwie gefixt, ne? Hinten bauen sie die Wand wieder auf. Ja, dann wird das schon gehen. Okay, also was ist hier los? Ein bisschen zu wenig. Bin noch nicht so sicher, ob das gerade so nach meinem Geschmack läuft. Aha, so. Hier, das haben wir jetzt. Jetzt probieren wir es nochmal zu korrigieren. Wir verkleinern den Raum nochmal. Das macht er aber nicht. Nee. Ach so. Ja, falsch markiert. Alles klar, verstanden. Dann hätte das vielleicht vorhin auch besser geklappt. Okay, dann machen wir weiter mit dem Trainingsraum. Räume verbinden, das probieren wir jetzt mal auf die Art und Weise. Ah, Moment. Ich glaube, von hier gehen wir los. So, dann wird er ein bisschen größer. Jetzt machen sie es ordentlich. So sollte das sein. Okay, die Schneekanone. Die zieht jetzt auch ein Stückchen um. Der Strommast hier ist auch vollkommen unnötig. Und was mir jetzt fehlt, ist tatsächlich, dass dieser Raum hier genutzt wird. Ne? Das finde ich nicht so toll. Da hatte ich eigentlich eine andere Erwartung. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Bauen wir dich raus oder? Ne, wir haben schon genug Holz. Wir reißen dich erstmal ab, ne? Ein Ressourcenlager muss erstmal reichen. Sonst binden wir viel zu viel Personal mit der ganzen Geschichte. Und jetzt haben sie hier die Wand auch nicht richtig abgebaut. So. Okay, wie schaut's aus mit Eisbeuteln? Haben wir auf Lager, das ist schon mal eine gute Nachricht. Hier hinten geht's nicht so ganz weiter, wie ich es gerne hätte. Aber wir kriegen jetzt Jumbis in den Überschuss, das ist schon mal gut. Und wir müssen die auch dann irgendwie loswerden. Jetzt gucken wir mal. 6 Stück zu viel, die schicken wir einfach schon mal weg. Holen uns den Heilmittelfortschritt, wir wollen ja auch auf die Stufe 2 kommen. Und könnten jetzt hier unten ein kleines bisschen ausbauen, wenn wir noch was hätten. Haben wir aber nicht. Und deswegen gucken wir mal in die Forschung rein. Was geht hier noch? Also, wo sind wir? Bedürfnisse. Das sieht gut aus. Auf der Stufe gar nichts. Sofa und Bett, das haben wir schon. Aber Bett ist zu wenig. Okay. Dann, ja, guckt, eins haben wir ja abgerissen. Dann stellen wir nochmal ein Bett hin. So, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Forschungspunkte sind auch da. Mal gucken, wie wir die investieren können. Hier müssen wir ein bisschen drauf sparen. Beim Einfrieren haben wir noch ein paar Sachen. Guck mal, den Schneeballwerfer. Das stimmt ja wohl nicht ganz. Das Ding heißt auch Schneeballwerfer. Das glaube ich ja nicht ganz. Okay. Und die Beruhigungsstation, die müssten wir auf jeden Fall mal haben. Dann machen wir das doch mal. Ich glaube, die ist... Oh, wo ist die? Bei der Verteidigung, oder? Ja. So. Strom braucht das Ding auch. Machen wir direkt hier hin. Also ich denke, es braucht Strom, oder? Nö, es braucht gar keinen. Gut, dann werden wir ihn irgendwo anders hinsetzen, sobald wir ihn irgendwo anders brauchen. Auch gut.
Okay, also, wenn wir hier natürlich so einen kleinen, ja, Gebäudekomplex drumherum bauen wollen, müssten wir unser Lager erweitern nach hinten. Das gehen wir doch mal an. Mhm. Also, das ist, nee. Hier ist so die Ecke, wo wir ran wollen. Da machen wir eine Glimmerbeere kaputt. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen machen wir das anders. Warten, bis die soweit ist. Und bauen erstmal drumherum. So. Ja, so richtig einfrieren wollen die nicht, ne? Thor, du musst weg. Und da kommt auch schon die nächste Nacht. Um 9 Uhr werden wir hier nochmal Ausgangssperre verhängen. Wäre das Ressourcenlager doch gut gewesen, um hier hinten alles abzubauen. Insofern stellen wir noch eins auf. Ja, und den Transportschuppen hier unten, den müssen wir jetzt ein Stückchen in diese Richtung ziehen. So, jetzt habe ich schon ein bisschen die Uhrzeit wieder verpasst. Hopp, zurück in die Base bitte alle Mann. Und jetzt würde ich natürlich in der Base das Personal ansammeln und davon absehen, jetzt erstmal Jumbis wegzuschicken, weil alle von draußen jetzt natürlich hier in der Base ohne Arbeit erstmal rumstehen und warten. So. Jetzt habe ich wieder nicht gesehen, was kommt. Wurde das jetzt gar nicht angezeigt? Ich weiß es nicht. Keine Zombies, oder? Nö. Hopp. Zombiefreie Nacht. Weiter geht's direkt. Wir wollen ja ein bisschen bauen. Dann brauchen wir auch die Nova noch gar nicht zu aktivieren. Das gucken wir uns jetzt einmal an. Hier tauschen wir mal aus. Obwohl, wenn die Wissenschaftler rumstehen und nichts zu tun haben, dann können sie auch eigentlich hier arbeiten und wir schicken die Jumbis weg. Da sind zwei eingeteilt, da sind zwei eingeteilt. Hier, wisst ihr was? Dann hauen wir sie dahin. Die Dinger müssen einfach laufen. Okay. Hier liegt ziemlich viel Zeug rum. Die gehen nicht raus, weil hier noch Zombie-Alarm ist. Nun gut, die müssen hier erstmal eingefroren werden. Ah, das geht jetzt ganz knapp nicht von der Reichweite hier. Wie lange wird denn das dauern? Es geht so in 9er Schritt runter. Ach, herrje. Na gut. Also ich würde fast sagen, wenn wir hier so diesen Ring ein bisschen schließen, dann würde ich die ganze Verteidigung ein bisschen nach außen verlagern. Das dauert jetzt natürlich lange. Das ist jetzt nicht ganz effektiv. Aber gut. Auf jeden Fall haben wir trotzdem 4 übrig oder 5. Die schicken wir einfach weg. Sicherheitshalber erstmal 4, dann sind wir auch mit dem Heilmittelfortschritt durch. Das wäre ja schon mal gut. Ach, jetzt habe ich natürlich noch vergessen,
ein bisschen Material zu ordern, aber das brauchen wir auch nicht dringend. So, komm, das haben wir auch bald hier. Was kann das Ding? Das ist jetzt mal die Frage. Das würde mich echt mal interessieren. Ne, ihr seht, hier gehen so ungefähr 9 pro 2 Sekunden runter. Kann ich das hier irgendwo auch nachvollziehen? 12 Schaden. Ja, aber so richtig macht das nicht 12 Schaden, sondern eher nur 9. Aber gut. Das haben wir bald erledigt hier, das Thema. Ich überlege gerade, ob wir den gehen lassen vielleicht. Geht es dann schneller? Ist ja offen. Er geht ja trotzdem nicht. Na gut. Wir machen hier mal auf. Vielleicht nehmen sie dann einen anderen Ausgang. Wäre ja wünschenswert. Mal gucken, ob es was bringt. Aha. Gut. Also hier müssen wir mal die Range erhöhen, wahrscheinlich mit einem Upgrade auf die Stufe 2. Wir haben aber bei der Verteidigung jetzt auch noch was Neues gelernt. Das ist dieser Schneeballwerfer. Der hat... Oh. Was will ich denn damit? Verstehe ich auch noch nicht ganz. Wenn ich einen langen Flur habe, könnte ich den damit absichern, ne? Aber was will ich jetzt hier mit dem Ding? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich werde es jetzt erstmal tatsächlich nicht bauen. Da muss ich mir irgendwie erst erschließen, wofür das Ding wirklich gut ist. Okay. Also, Elektroversorgung. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen einfach nur großzügig Platz haben will, würde ich die Elektroversorgung grundsätzlich irgendwie in einen anderen Bereich außerhalb dieses Ringflurs stellen. Vielleicht irgendwie... Ja. Bauen wir noch irgendwo eine Ecke dran, die safe ist, sodass wir hinten was abtrennen. Hier die ganze Stromversorgung rein. Das fände ich von der Idee auch gar nicht so schlecht. Ja, warum eigentlich nicht? So, hier, die haben angefangen zu arbeiten. Da würde ich jetzt auch nicht mehr als 3 nehmen im Moment. Beim Transportschuppen. Da haben wir auch schon Menschen am Arbeiten. Das reicht eigentlich aus. Wir hätten noch den ein oder anderen Jumbi übrig. Machen wir mal 3 Stück. Jetzt holen wir noch ein bisschen Material bei. Ja, kommt, was wir kriegen, nehmen wir mit. So. Das haben wir jetzt bestellt, ne? Ich hätte ja eigentlich gerne lieber die Forschung. Kann es tatsächlich sogar noch ändern. Okay. Das Gemüse kommt dann jetzt auch nicht unbedingt hier in diesen Ringflur rein. Nein. Wisst ihr was, wir fangen jetzt einfach mal an, die Verteidigung schon umzubauen. Ist jetzt nicht so, dass ich das gerade hier erst aufgebaut hätte. Aber auch das ist alles nicht schlimm. Das können wir noch ändern. Wir machen es doch mal so hier, wie es war. Oder? Nee. Ich muss noch mal kurz drüber nachdenken. Wisst ihr was? Ich glaube, das lassen wir offen. Machen das lieber beim nächsten Mal. Denken uns ein Verteidigungskonzept aus, das außerhalb dieses Zauns liegt. Natürlich umzäunt, aber so, dass wir hier den Platz bekommen, um hier diesen Ringflur ein bisschen zu schließen. Dann ändern wir die Form hier von unserer Kühlkammer, beziehungsweise auch hier von unserem Forschungszimmer. Da können wir auch ran. Jetzt können wir eine Sache machen. Wir reißen diesen Zaun schon mal ab.
geben das mal in Auftrag, kriegen wir ein bisschen Holz zurück, haben dann auch den Platz, den wir brauchen, um hier oben noch Zimmer drumherum zu bauen. Wir können das hier oben alles zur Kühlkammer machen, weil wirklich neue Räume kommen ja gar nicht hinzu. Wir brauchen nur mehr Platz für Küche nachher. Ah doch, ja, also Platz brauchen wir schon noch, aber hier wird ja auch was frei an der Seite. Dann ziehen wir den Trainingsraum von hier bis da ungefähr. Ja, pass auf, leichte Vorbereitung, die treffen wir jetzt auf jeden Fall. Das machen wir so. Dann verkleinern wir den Forschungsraum. So. Wir können aber insgesamt nachher mal gucken, ob wir das noch ein bisschen umgestalten, ob wir das alles ein bisschen nach hinten größer machen. Das ist natürlich die Möglichkeit, wenn wir sagen, die Räume sind zu klein, dann können wir sie alle nach außen ausdehnen. Insofern müssen wir uns nur Gedanken machen, wie wir sie hier anordnen. Und die Größe können wir jederzeit noch verändern und variieren. Also, das ist doch mal jetzt ein guter Plan. Sieht nicht aus, als hätte sich viel verändert, aber wir sind auf einem guten Weg, dass das alles fein wird. Zombie-Bedrohung ist ein bisschen gestiegen. Wir könnten hier eventuell noch 1, 2, 3, 4 Jumbis wegnehmen. Das können wir noch tun. Können wir nicht. Der Heli ist noch unterwegs. Dann machen wir das doch beim nächsten Mal. Und hier machen wir dann jetzt eine Pause. Wenn das alles abgeräumt ist, bauen wir hier aus. Ich freue mich drauf. Das wird eine schöne Sache. Das wird ein geiles Labor. Diesmal bauen wir nicht einfach nur alles hin, sondern wir machen es auch optisch ein bisschen schöner. Wird eine geile Sache. Alles klar, Leute. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.